3D-Modellieren ist schon immer eine Stärke von Vectorworks gewesen. Durch die Integration von Parasolid, OpenSubdiv und auch die NURBS-Technologie steht Vectorworks ein ausgezeichnetes Fundament zur Verfügung, um alle Formen, die man sich vorstellen kann, zu modellieren. Mit dem historischen Modellieren kommt in Vectorworks 2020 etwas hinzu, worüber ich mich ganz besonders freue. Es mag für viele nach nichts Neuem klingen, weil die Geschichte der Objekte, wie zum Beispiel bei Vollkörper, Subtraktionen, Vollkörper, Additionen, eigentlich schon erhalten blieb. Dieses historische Modellieren hat Vectorworks jetzt noch einen Schritt weiter getrieben. So können jetzt beispielsweise auch Verrundungen, Hohlkörper oder Phasen direkt mit einem ganz einfachen Doppelklick weiterbearbeitet werden, ohne dass die Geschichte dieses Objekts verloren geht. Ich freue mich sehr darüber, dass diese eigentlich kleine Lücke in Vectorworks jetzt geschlossen wurde. Es mag eine kleine Änderung sein, aber es hat eine enorme Auswirkung für die Effizienz beim 3D-Modellieren, da man die Objekte nicht wieder zuerst auflösen muss, sondern direkt mit einem simplen Doppelklick halt eben bearbeiten kann, ohne dass irgendwelche Informationen verloren gehen.